heute mal anmoderiert mit meinem kleinen Kätzchen hier. Es handelt sich dabei nicht um eine Morgenroutine, nicht um eine Abendroutine, sondern einfach so eine Routine, die ich jeden Tag nach der Schule so ähnlich wiederhole. Klar mache ich manchmal nach der Schule so ein paar besondere Sachen, das heißt zum Beispiel, ich gehe irgendwo hin. Aber das ist halt wirklich so die Basic-Routine, was ich eigentlich so gut wie jeden Tag mache. Ich hoffe einfach, dass euch diese Art von Videos wie immer gefällt. Routinen kommen bei euch immer wirklich super gut an. Ich verlinke euch nochmal meine letzte Abendroutine und meine letzte Morgenroutine in die Infobox. Vielleicht wollt ihr dazu ja noch ein Update, dann könnt ihr mir gerne mal einen Daumen hoch hinterlassen oder mir es einfach in die Kommentare schreiben. Wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß bei der After-School-Routine. Genau. Das erste, was ich zu Hause mache, Jogginghose anziehen, einfach in bequeme Sachen schlüpfen, so ein bisschen an den Computer gehen, am Handy sein und einfach ein bisschen die Freizeit genießen. Natürlich müssen die Hausaufgaben noch gemacht werden. Ich hatte hier jetzt in dem Fall keine auf und habe einfach so ein paar Englischvokabeln gelernt. Kitty ist natürlich immer dabei, sitzt immer neben mir auf ihrem schönen Stuhl und dann gebe ich ihr einfach so ein paar Leckerlis zur Belohnung, einfach weil ich sie lieb habe. Gerne mache ich mir im Herbst dann auch so ein paar Kerzen an. Manchmal ist es nur eine, manchmal sind es zwei, einfach weil das so eine schöne, warme, angenehme Stimmung ins Zimmer gibt. Und hier habe ich auch noch zwischendurch so ein Innocent-Smoothie getrunken in der Sorte Brombeere, Erdbeere, Johannisbeere. Wer hasst es auch, zu Hause geschminkt zu sein? Schreibt mir es mal in die Kommentare. Ich schminke mich immer schon mittags ab. Hier erstmal einen wasserfesten Augen-Make-up entferne, um meine Mascara abzubekommen. Für den Rest des Gesichtes verwende ich dann das L'Oreal Hydra Active 3 Micellen Gesichtswasser. Für die Pflege und Feuchtigkeit verwende ich als letztes das Tea Tree Water von Lush. Das ist ein Gesichtswasser, was einfach das Gesicht so gut pflegt und gleichzeitig das Rest-Make-up entfernt. Als ich dann in die Küche gegangen bin und so ein bisschen Musik angemacht habe zum Kochen, hat es an der Tür geklingelt, bin ich schnell hingerannt und zwar war es der Postbote und ich habe dann einfach so ein paar Pakete angenommen. Zum Essen habe ich mir dann einfach Nudeln gemacht. Ich habe die in der Pfanne mit etwas Kokosmilch, Salz, Pfeffer und Chili angebraten und habe die gegessen und dabei eine Traumreise für Hochzeiten geschaut. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr Lust auf mehr Routinen habt, könnt ihr diesem Video gerne einen Daumen hoch hinterlassen. Hier sind nämlich meine letzten Routinen verlinkt, einmal meine School Morning Routine und meine Night Routine. Wenn ihr davon ein Update haben wollt, schreibt mir es in die Kommentare und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!